Morning Talk habe ich schon lange nicht mehr gemacht. Ich zeige euch jetzt die Wohnung, Stand der Dinge, wie es jetzt ist. Es ist noch nicht alles fertig, aber so gut wie. Also hier habe ich erstmal komische Dinger. Ich zeige euch gleich, warum, für was die sind. War die Couch mal letztes Mal schon? Ich weiß es nicht. Also das Licht kommt noch weg. Hier habe ich schon was hängen. Ich fand das so cool. Meine Cousine hat das auch und ich fand das so cool, da dachte ich mir, scheiß auf, schon mir das auch. So, das wird gleich aufgemacht. Das Ding hatte ich schon. Das ist mir aber jetzt kaputt gegangen, als ich das an den Fernseher angeschlossen habe. Es hat einfach zack gemacht, hat angefangen zu. Irgendwas innen drin ist abgebrannt, war es kaputt. So. Die stehen jetzt einfach nur so da drin, also nicht wundern, das ist jetzt. Ja, wie gesagt. Ich habe das da angeschlossen. Ich weiß nicht, war das zu viel? Aber das ist doch, ja, da war's drin, in dem. Hat auf einmal klack gemacht und war's kaputt. Das ist mein vorübergehender PC-Tisch. Bis mein Gaming-Room fertig ist. Das ist der Tisch. Da sind jetzt noch Bilder, die ich aufhängen will. Aber ich habe das mit dem Ding gemacht, was ihr mal da seht. Das ist nicht gebohrt, sondern angeklebt und ich fand das Bohren irgendwie so mittelaltermäßig. Ich habe mir gedacht, da muss es noch eine andere Möglichkeit geben. Jetzt habe ich das angeklebt. So, das Einzige ist, wenn ich mal keinen Bock mehr auf das Bild habe und ich mache es ab, reiße ich dann die Tapete ab oder geht es einfach gemütlich ab? Das ist halt die andere Frage. Ja, hier hat sich nichts geändert, hier ist immer noch komplettes Chaos, aber das ist ja egal. Ja. Hier kommt halt dann das Bild hin. Das ist wie gesagt zum Test, aber das hängt jetzt schon fast eine Woche. Das sollte eigentlich passen. Ich habe jetzt halt noch keine Zeit gehabt, das weiterzumachen. Die Dinger liegen hier für den Fall, dass es doch runterfällt. Aber alles gut. Ja, hier habe ich das Ding habe ich jetzt auch zweimal halt. Das ist jetzt das Neue, was ich hier halt auch Fernsehen gucken kann, weil ich habe ja auch kein Fernsehkabel. Also ich hätte es hier schon. Ah, jetzt steht das Ding davor, egal. Aber es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht. Gut, weiter. Das Bad zeige ich euch später, weil das ist eigentlich fertig. So, hier, die Dinger, die hier rumliegen, kommen hier oben dran. Da sollen dann auch wie im Bad so Spots rein. Und außenrum ist so ein Loch, müsst ihr euch vorstellen. So außenrum ist so ein Loch. Und da kommen fette LEDs rein. So ein Band, dass das alles so schön leuchtet. Ich habe da so einen geilen Gaming-Room gefunden. Das sieht so geil aus. So. Ja. Das ist es. Es fehlt halt jetzt noch die Tür. Die kommt in 2, 3 Wochen. Der, was es machen sollte, ist krank geworden. Deswegen hole ich das jetzt von jemand anderem die Tür. Das sind die Spots. Okay. Ja, Abstellraum. Was ist denn da noch? Ist alles noch vom Handwerker. Ja. Weil halt noch ein bisschen was zu machen ist, hat das halt alles noch da gelassen. Und wir gehen weiter. Hier sind meine. Ach, ihr seht ja gar nichts. Warte, ich mach mal Licht an. Och, ich bin am falschen. Da sind meine ganzen Figuren drin. Die habe ich schon mal. Die, was ich behalten will, die Figuren, sind schon mal hier. Ich sehe, das drückt da drauf. Ich muss mal gucken. Ach, ich habe jetzt keine Lust, euch was zu zeigen. Ich zeige die euch, wenn das mal alles steht. Gut, ich mache hier mal zu. Achso, das habe ich noch nicht gezeigt. Ist auch fertig. Sieht ja jetzt nicht viel anders aus als früher. Das war so, nur das ist anders halt. Das ist halt anders gefliest. Sonst ist es fertig. Hier ist fertig, hier wird. Also hier, das Highlight. Jetzt habe ich das Handtuch hier verschoben. So, das war's eigentlich. Das war's eigentlich. Ja, wie gesagt, ich probiere jetzt das da, dass es jetzt funktioniert, weil der Receiver von der Telekom funktioniert nur mit Kabel. Das ist irgendwie voll altmodisch, aber irgendwie gibt's das nur mit Kabel. Ja, machen wir mal die Box auf. Ich habe die Box schon aufgemacht, weil mein Vater wollte unbedingt reingucken. Ich habe gesagt, nee, Vater, warte doch. Ich gehe zuerst. Mach das fürs Video.
Und dann siehst du es immer noch. Nein, 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 ich will es jetzt sehen. Der Teppich hier wollten wir eigentlich, oder wollte ich eigentlich abschneiden. Weil ich weiß ja noch nicht genau, hier der Tisch, wie der steht. Weil die Stühle und die Bank, die kommen noch. Ich hoffe, die kommen jetzt bald. Weil ich habe eigentlich gedacht, die kommen so zeitnah mit dem Tisch. Aber irgendwie, das Ding kommt natürlich auch noch weg. Aber ich habe nur mal das dahingestellt, um zu gucken, was kommt denn hier hin. Und es ist eigentlich nur das, ich habe Hunger. Ja, da habe ich auch das Ding hingelegt für den Fall, dass das runterfällt. Aber es sieht eigentlich ziemlich gut aus. Was meint ihr? Schreibt mir mal in die Kommentare, wenn ihr das jetzt so seht. Die Wand ist ja doch noch leer. Ich habe gedacht, ich mache da irgendwie eine Uhr hin oder sowas. Aber soll ich rechts und links von dem Bild hier, da in die Ecke, da und hier vielleicht, soll ich da noch irgendwas hinmachen? Wenn ja, was? Schreibt mir mal Ideen. Ihr kennt mich ja, die, was mich immer gucken. Hoffenheim-mäßig will ich jetzt nichts, da habe ich das hier so ein paar Kissen. Also Poster mit Hoffenheim und so, das muss jetzt nett sein, aber ihr kennt mich, was ich so halt gerne habe. Die, was mich gucken. Okay, gut, machen wir die Box auf. Ja, und das Gemälde da drin im Schlafzimmer, das wird was Japanisches. Ich habe auch schon Vorhänge geholt, japanische, aber ich weiß noch nicht genau, wie man das macht. Machen. Und hier für die Tür, da kommt ja keine Tür hin. Vielleicht kennt ihr das ja wie in Japan, wenn man da in so ein Lokal geht, da hängt meistens so ein Vorhang dran und der kommt dann dahin. Den habe ich auch schon zu Hause. Den habe ich bei der Eltern liegen, weil der noch gewaschen werden muss. So. Wie mache ich denn das, dass ihr das nicht seht? Ich zeige euch hier den Teppich. Den Teppich wollte ich abschneiden, jetzt habe ich gesagt, abschneiden, aber mein Hund hat sich hier drauf gelegt und hat gesagt, nein, das ist meiner. Tja. Okay, so. Pam, 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 August. Einmal eine Totoro-Tasche. Ich weiß nicht genau, was man da reinmacht, weil die so klein ist. Ist die so ein Kulturbeutel, dass man hier so sein Deo und Zeug so reinmacht? Oder? Ich weiß es nicht. So. Was zu Phrasen? Green Tea and Chocolate Chip Shinzuko. Wenn ich jetzt drauf drücke, Okinawa Cookies, oh cool, sind die hart. Oh, mein Handy schon weh vom Hals. So, jetzt halt es besser. Ein von Shaman King. Pencase. Um Stifte reinzumachen. Keine Ahnung, ob ich das jemals benutzen werde, aber ich hab's. Mal gucken, ob ich das mit einer Hand hinkriege. Ohne kaputt zu machen. Das ist eigentlich ganz cool. Das ist. Das soll der Mount Fuji sein, was weiß ich, was da jetzt draufsteht. Ich finde es ganz cool, dass sie nicht nur immer so Nerd-Scheiß-Dreck reinmachen, sondern auch immer so was Kulturelles. Finde ich ganz cool. Hier, ich lege mal sehen, dass man das auch sieht. So, zack. Wunderbar. Dann ein Plüsch oder eine Figur ist immer dabei. Das ist. Und was ich richtig geil finde, Jotaro von Jojo Bizarre Adventure, das habe ich nämlich erst vor ein paar Tagen fertig geguckt. Und wer das kennt, weiß ja, wer das ist. Da gibt es ja 1000 Memes davon und alles. Ich finde es richtig cool, dass der da jetzt dabei ist. Jotaro. Mada, Mada und so. Und was ich noch richtig cool finde, ich mache das direkt auf. Vielleicht kann ich es euch mal zeigen hier. Von Haikyuu eine Trinkflasche. Passt auch zum Anime und ich finde auch, dass es hier vom Style her richtig cool ist, dass sie einfach ihre Schulsportuniform anhaben, sondern hier sowas Edleres. So, ich muss das vielleicht mit einer Hand alles machen. Okay.
So. Oh, dieser Effekt, guckt euch den an. Als hätte ich es gewollt. Jetzt müsst ihr so durch alles gucken. Ah, so. Was Made in China? Ja, das ist egal. Das kommt ja alles von dort. Ach, sieht schon zu. Also das finde ich cool, diese Flasche da. Ja, yeah, that's it. Ich kann ja noch gucken, was hier jetzt noch draufsteht. Ja. Hier. Porzellan Mount Fuji Furin. My Neighbor Totoro Isotherm Bag. Oh, das ist sogar für... Ah, das ist ja cool. Da kann man die kalten Getränke reinmachen und so. Das ist echt cool. Das ist ja klar, was das ist. Ich wackel gerade. Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Yukata-Beutel. Beutel. Bottle. Chocolate Matcha. Shinzuko. Und Potekoro Pik Jojo's Bizarre Adventure. Yotaro. Was Fun Fact? In the manga part of his journey happens under the heat of Egypt. Das ist ein Fun Fact. Wieso? Das ist doch klar. Achso. Ja, der ist in Japan, in Ägypten. Okay, was ist das hier? Okay. Gut. That's it. That's it. Das ist, war halt noch da dabei, so, zack, zugedeckt und fertig. Ja, wann ziehe ich ein? Ich bin eigentlich schon so irgendwie eingezogen, weil ich bin in letzter Zeit nur noch hier. Es ist halt hier oben, die Decke wird noch gemacht, da kommen auch so ein leichtes Ding, so ein leichtes Spots rein, die bis zu dem Tisch führen. Und da kommt dann das Licht rein, das hier. Das Licht kommt dann da rein. Also das ist schon noch ein bisschen was dran. Und die Küche muss ja komplett aufräumen werden. Aber das Aufräumen ist nicht so schlimm. So sieht das hier aus. Die Boxen hier von meiner Anlage stehen natürlich an. Und jetzt so richtig, ich habe jetzt einfach mal eingestellt. Und die Kabel da hinten, die müssen alle noch weg. Also es ist schon noch ein bisschen was. Aber so weit kann man hier eigentlich leben. Jetzt letztens wollte ich mal hier schlafen mit der Sora. Da habe ich mir gedacht, ich bin so müde. Ich bleib bei den Eltern. Dann habe ich halt dort geschlafen. Und was war? Die Sora hat die Couch kaputt gefressen. Hat es ein Stück raus, zack. Und das war halt nicht so toll. Und da habe ich mir gedacht, wäre es passiert, wenn ich mit ihr hier runtergegangen wäre in die Wohnung? Oder hätte sie nichts gemacht? Hätte ja auch sein können, dass sie irgendwas gefressen hat. Weil das haben meine Eltern eh Angst, dass sie hier an die Möbel geht. Und dann ist halt richtig scheiße. Ja. Ja. Ich würde gerne mal wieder irgendwas machen. Wir sind früher immer mal weggefahren und so. Und das haben wir schon lange nicht mehr gemacht. Patrick und ich waren in Amsterdam. Wir waren in Basel einfach mal so. Das war so spontan. Das haben wir schon seit Jahren nicht mehr gemacht. Und ich meine, okay, wir haben auch nie Zeit. Das ist auch was. Und dann wollte ich jetzt eigentlich auch was noch essen gehen mit den Leuten. Was ist? Keiner antwortet. Dann habe ich gesagt, ja, was ist los? Nix. Und irgendwie machen wir so Erwachsenensachen nicht. Wir sind meistens nur in einer Bar. So nenne ich es jetzt mal. Ja, okay. Habt ihr Fragen? Ja, nein. Ich habe No Man's Sky jetzt mal wieder installiert auf der PlayStation, weil da ist ja ein Update rausgekommen. Ich habe das Spiel so haben wollen damals. Dann habe ich es gehabt. Ich habe die Collector's Edition gekauft. Die hat 80 Euro gekostet. Dann habe ich gesagt, jawohl, das Spiel ist endlich da. Dann war es ein sehr schlechtes Spiel. Also es war wirklich, wirklich, es war schlecht. Wirklich schlecht. Es war so schlecht. Und jetzt nach, glaube ich, wann ist es rausgekommen? Vor 4 Jahren? 3 Jahren? Ja, ist endlich mal jetzt ein paar Updates rausgekommen. Die Leute feiern das. Ich habe gedacht, komm, dann mache ich mal und guck das mal. Ich habe es jetzt mal installiert, Updates drauf gemacht, aber ich habe es noch nicht gespielt. Vielleicht habe ich jetzt ein bisschen Zeit. Ich will halt das dann noch machen mit dem hier.
voll schwer. Ich weiß auch nicht, warum. Ich hoffe, diesmal geht es nicht kaputt. Ich weiß ja nicht, lag es am Gerät, dass da irgendwas war? Lag es an mir, an dieser Steckleiste? Ich weiß es nicht. Weil ich habe den Strom, ich habe da gerade die PlayStation angeschlossen. Ich habe den Strom in die PlayStation machen wollen, das Kabel. Das war noch gar nicht drin. Dann macht es Klick. Aber an dem Gerät, an dem von Fritz. Klick. Ich, what the fuck, was war das jetzt? Dann habe ich nur gesehen, dass da Qualm rauskommt aus dem Ding. Habe sofort die Steckleiste ausgemacht, Strom gezogen. Nicht, dass das anfängt zu brennen. Und habe dann kurz gewartet, habe es dann abgemacht. Es hat so gestunken. Dann habe ich auch die ganzen Kabel abgemacht hier, die ganzen unwichtigen Kabel. Ich habe so viele Lichter hier an dem Ding hier. Ich hätte die eigentlich gar nicht gebraucht, aber ich habe mir gedacht, scheiß drauf. Da habe ich alle abgemacht, dass ein bisschen weniger Strom da dran ist an dem Ding. Ich muss gucken. Ich wollte ja hier an die Wand, da an die Wand, noch ein paar Steckdosen dran machen. Aber die Wand ist so dick, so hart, wir sind einfach nicht durchgekommen. Weil ich wusste, ich brauche sehr viele Steckdosen. Jetzt muss ich halt mit so mehr Steckleisten-Dinger da machen und die da dran machen. Das ist halt blöd, weil da der Strom nicht direkt aus der Wand kommt, sondern aus dem Ding, aber ja, das macht ja nichts. Okay, dankeschön fürs Zugucken. Wenn ihr Fragen habt, schreibt in die Kommentare. Wenn nicht, dann lasst. Tschüss. Ich wollte zoomen, es geht nicht. Tschüss.